Okay, Leute, willkommen zu meinem letzten Arena-Letter-Rückkampf Part von Pokémon Soul Silver. Ja, wie ihr seht, es ist nur noch blau übrig. Und ich habe Magma nach vorne getan und habe mich nochmal geheilt, um natürlich hier nicht zu fehlen. Blau ist der stärkste Arena-Letter aller Zeiten, sage ich jetzt mal so. Und ja, seine Pokémon sind gar nicht so weit unter meinen. Also fangen wir mal an. Versus Blau, aka Gary, wie man ihn auch immer nennen mag. Er fängt mit dem Pokéball an. 67, sieht man schon. Ich bin zwar immer noch gute 10 Level drüber, aber das ist gar nicht so ein großer Unterschied hier. So, er hat sogar auch Level 70er Pokémon. Also, wir setzen Samurf auf Kokobai ein und Kokobai wird besiegt. Damit erreichen wir auch gleich das nächste Level. Jetzt kommt sein Rehornio. Hier setze ich mal Fightbug ein. Ja, sein Reteros vom letzten Mal hat sich weiterentwickelt und ist jetzt ein Rehornio Level 70. Unglaublich, aber wahr. Ja, ich setze mal Nahkampf ein. Und dieses Rehornio hat es wirklich in sich mit Verteidigung. Und mein Nahkampf killt es sogar nicht mal ganz. Ich kann es nicht glauben, ey. Naja, auf jeden Fall Rehornio setzt Steinkante ein. Es sollte uns kaum Schaden machen eigentlich. Gut ist aber doch. Und zwar nicht mal Volltreffer. Okay, ja, dieser Defense Drop hat es wohl wirklich ausgemacht. Und er heilt sich jetzt, deswegen setze ich Durchbruch ein. Und dann nochmal Nahkampf. Auf jeden Fall Durchbruch sollte ihm genug Schaden machen, dass der zweite Nahkampf ihn dann besiegt. Ja, das ist gut eigentlich. Wir heilen uns nochmal mit Überreste und setzen jetzt ein neues Mal Nahkampf ein und damit wäre das Rehornio auch schon besiegt. Yay. Okay, damit steht es 2 zu 0 für uns. Und sein Rehornio ist besiegt. Habe ich schon gesagt, aber egal. Auf jeden Fall bekommen wir wieder 100 KP. Und jetzt kommt Taubos. Und ja, bei Taubos haben wir natürlich unser Flash. Also unser Ampharos. Und ja, jetzt kommt sein Taubos. Level 72. Auch schon ein ziemlich starkes Stück. Und er greift wieder mit Doppelteam an. Und ich hoffe, dass wir jetzt treffen. Donnerblitz und wir treffen. Und das Zauber sollte eigentlich besiegt sein. Mal schauen, ob es das auch wird. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch sein drittes Pokémon erledigt. So, jetzt kommt Despota. Haben wir auch eins von. Aber ich setze lieber Fightbug an. Da diese Despotas sich gegenseitig erledigen könnten mit Erdbeben und so weiter. Ja, Despota, Level 70, hat eine vierfache Kampfschwäche durch den Gestein und Unlichttyp. Deswegen greifen wir mit Durchbruch an. Und das sollte Despota nicht so leicht wegstecken können. Nein, tut es auch nicht. Steckt überhaupt nicht weg. Und wird deswegen auch besiegt. So. Bin ich mal gespannt, was er jetzt ansetzt. Kommt wahrscheinlich ein Arcani. Ja. Habe ich richtig vermutet. Arcani kommt rein und deswegen greifen wir mal auf Aquagate zurück. So. Wir greifen mal mit Töpfe an. Da Arcani mehr so physisch ist, glaube ich.
Auf jeden Fall schauen wir mal, wie viel es auf dem Arcanier abzieht. Ja, Arcanier keine Chancen, zu überleben. Von daher hat Blau nur noch sein Macho mal übrig. Und ich lasse einfach mal Aquagator drin, um das hier zu beenden. 10 Level Unterschied, Surfer und das Macho mal sollte naja, ich glaube nicht, dass besiegt wird. Ja, auf die Hälfte habe ich gehofft, aber ach du Scheiße. Hey, Eisenkugel. Der Sandsturm bringt auf jeden Fall die Hälfte, hoffe ich mal. Leider nicht. Aber ich greife trotzdem nochmal mit Surfer an und hoffe dann, dass der Sandsturm das Macho Mai besiegt. Das ist leider nicht. Na Gott. Vom Wurfschlag, das heißt, wir werden verwirrt. Und ja, er wird sich jetzt auch heilen. Deswegen kam ich auch nochmal nach einer Top-Genesung. Die Verwirrung und die KP wieder herstellen sollte. Ja, wir haben 90 mal Top-Genesung. Und das sollte mein Akkugete wieder auf Top-Fit heilen. Außer der AP. Aber das. Da scheiße ich jetzt eh drauf. Ja, Blau setzt auch an Top-Genesung ein. Und ja, ich greife einfach weiter mit Surfer an. Siegesang. Füllen uns wieder auf und wir werden wieder verwirrt. Was nicht scheiße ist. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal mit Surfer treffen und es machen mal besiegen können. So. Mal probiert. Ah, wir treffen. Sehr schön. Mit etwas Glück können wir es so weit bringen. Das ist. Mann! Der Sandsturm killt das sicher nicht ganz. Dann kommt nochmal mit Wuchtschlag. Kommt schon Sandsturm. Nein. Leider nicht ganz. Und ich glaub's nicht. Jetzt schon wieder Top-Genesung ein. Wir sind natürlich immer noch verwirrt. Jetzt sind wir nicht mehr verwirrt. Ich probiere es mal mit Kaskade. Aber Macho Mai ist physisch stärker, deutlich stärker wie speziell. Aber die Kaskade zieht eine Menge mehr ab wie Surfer. Das mich irgendwie verwundert, aber. Naja. Hier soll es recht sein. Aber er setzt jetzt zum dritten Mal die Top-Genesung ein und deswegen müssen wir eben noch etwas länger auf unseren Sieg warten. So. Die zweite Kaskade sollte das machen wir jetzt aber auch besiegen. Endgültig. Und damit hätten wir da auch Blau endgültig besiegt. Dann waren wir mit Abstand der schwierigste Arenaleiter. Auch im Rückkampf. Wir bekommen noch ein bisschen KP zurück. Und kommen leider nicht das Level up, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben Blau besiegt. Gewinnen einiges Geld und ja, er verschwindet. Also Leute, damit hätten wir alle Arenaleiter im Rückkampf besiegt. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Ja, lasst euch einfach überraschen, Leute, mit was es da weitergeht.
Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich bin's, FTBM, und ciao.